Dr. Patrick Sensburg für die Unionsfraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der vorliegende Bundeshaushalt für das Jahr 2017 weist mit einem Gesamtvolumen von rund 320 Milliarden Euro einen guten Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben aus. Und ich danke in erster Linie den Haushältern für die gute Zusammenarbeit mit den Fachpolitikern aus dem Justiz- und Verbraucherschutzressort. Das hat gut geklappt in den letzten Wochen der Beratungen. Und ganz herzlicher Dank, dass diese Zusammenarbeit Fachpolitiker und Haushaltspolitiker immer so exzellent klappt. Lassen Sie mich eines vorweg sagen. Dieser Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben, der ist wirklich ein Markenkern der Union. Wir achten darauf, dass zum Ausgleich gebracht wird, das, was man als Wünsche in einem einzelnen Fachtitel im Einzelplan einstellt, dass aber auch die Ausgaben dem entsprechen und das eben nicht aus dem Ruder läuft, was an Wünschen da ist und was man sich wirklich leisten kann. Und deswegen ist es wirklich ein Markenzeichen der Union, diese Dinge in den Ausgleich zu bringen. Und das ist gut, dass wir das so machen. Wenn man das mal anders verfolgt, wie es in den Bundesländern verläuft, dann muss man nur nach Nordrhein-Westfalen gucken, wenn eine anders geführte Landesregierung einen Haushalt aufstellt. Und dann muss man eben sehen, dass leider die Ausgaben aus dem Ruder laufen. Nein, nein, das ist schon festzustellen und man muss es dann auch ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass auch in den Landesregierungen eine so gute Haushaltspolitik gemacht wird, wie unter der Führung von Angela Merkel und Finanzminister Schäuble. Und was man ja in allen Reden feststellen konnte, vielleicht kommen wir da wieder in den Konsens, ist, dass fast alle Redner der einzelnen Fraktionen, die vorher geredet haben, zum Haushalt, Justiz und Verbraucherschutz das Ressort des Innenministeriums gelobt haben. Fast alle Redner haben da Zeit drauf verloren. Und da muss man eigentlich an dieser Stelle auch Innenminister de Maizière danken. Staatssekretär Krings ist da. Wenn in einem fremden Einzelplan, nämlich Justiz, das Innenministerium so breit gelobt wird, dann scheint man da doch viel richtig gemacht zu haben. Und lieber Kollege Hahn, ich hätte gerade noch gesagt, die einzige Fraktion, die das nicht gemacht hat, war die Linke. Die hat sich da sehr zurückgehalten. Und Sie haben ja mit staatlichen Institutionen und auch der Rechtsstaatspolitik immer noch ein etwas gestörtes Verhältnis. Von daher kann ich verstehen, dass Sie die einzige Fraktion waren, die das Innenressort nicht gelobt haben. Aber lassen Sie mich auf den heutigen Einzelplan eingehen. Kollege Gröhler hat es bereits gesagt, der lediglich in Anführungsstrichen rund 0,8 Milliarden, also 800 Millionen Euro des Gesamthaushaltes ausmacht. Das sind knapp 2,5% des Gesamthaushaltes. Man kann eben sagen, dass gute Rechtspolitik, gute Verbraucherpolitik sich nicht ausschließlich am Volumen festmachen lässt, sondern eben an den Inhalten eines Politikfeldes. Und da ist eben die Bedeutung für den Verbraucher, für die Bürgerinnen und Bürger ganz besonders wichtig. Dennoch lässt sich feststellen, dass wir in den beiden Bereichen Recht und Verbraucherschutz ein gewisses Ungleichgewicht haben zwischen den einzelnen Themenkomplexen. Mehr Geld ist eingestellt für den Bereich Verbraucherschutz. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch im Bereich Recht das eine oder andere noch akzentuiert vorantreiben würden. Aber um es auch deutlich zu sagen, für guten Verbraucherschutz ist es eben auch wichtig, ausreichend Mittel einzustellen. Auf der anderen Seite darf Verbraucherschutz aber auch den mündigen Bürger nicht völlig an die Hand nehmen und quasi seine Eigenverantwortung außer Acht lassen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Gleichgewicht, so wie wir es jetzt bisher und in den letzten Jahren gemacht haben, auch immer wieder finden. Keinen überschießenden Verbraucherschutz, sondern ein Gleichgewicht zwischen mündigem Bürger, aber auch Schutzfunktion, Fürsorgepflicht des Staates. Insbesondere bei der Digitalisierung gibt es im Bereich der Rechts- und Verbraucherpolitik noch einiges zu machen. Und Herr Minister Maas, Sie hatten beispielsweise den runden Tisch zum Thema Hate Speech einberufen. Da ist leider bisher effektiv noch nichts rausgekommen. Und ich bin sehr dankbar, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Volker Kauder, mit seinen eindringlichen Worten Bewegung in die Diskussion um eine mögliche Novelle des Teledienstgesetzes gebracht hat. Sonst würden wir möglicherweise in diesem Bereich keinen Erfolg haben. Wir müssen dieses Thema anpacken. Hate Speech können wir so nicht akzeptieren. Viele Redner haben es schon vorher gesagt, aber dann müssen wir es jetzt auch entschlossen anpacken. Zunehmend sind Verbraucher mit dem Phänomen des Individual Pricings konfrontiert, also dass generierte Daten durch Algorithmen individuelle Preise hervorrufen, dass also nicht transparent ist, wie Preise zustande kommen. Und ich glaube, der Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft sagt uns, dass die Preisbildung transparent sein muss, dass es nicht aufgrund von Algorithmen sein darf, wer welches Produkt zahlt. Hier müssen wir nachbessern. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe effektiven Verbraucherschutzes, hier etwas zu machen im Bereich des sogenannten Individual Pricings.
Der andere Bereich, wo wir mehr tun müssen, wo wir angesetzt haben, aber auch noch kein Ergebnis da ist, ist die Praxis des Geoblockings, bei welcher der Standort des Verbrauchers und nicht das Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot den Preis bestimmt. Und auch hier sind wir nicht weitergekommen und auch hier müssen wir im Rahmen der Verbraucherpolitik mehr tun. Nicht weniger als ein New Deal forderten Sie, Herr Minister, im vergangenen Jahr auch im Bereich des Urheberrechts. Und da muss man sagen, etwas Neues hat es hier nicht gegeben. Wir sind immer noch weit entfernt von Lösungen. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier einen weiteren Schritt gehen. Sie haben die Unterstützung der Union, Herr Minister, und Sie haben gute Staatssekretäre in den Bereichen des Verbraucherschutzes, Staatssekretär Billen, Staatssekretär Kelber. Und ich glaube, mit den Fachmännern müsste uns gelingen und der Unterstützung der Union auch hier eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen Themen zu erreichen. Im Rechtsbereich ist es uns in vielen Bereichen leider nicht gelungen, die angestoßenen und ins Visier gefassten Gesetzesvorhaben zum Abschluss zu bringen. Ich möchte zu Anfangs allerdings danken, nämlich Staatssekretär Lange. Nach einigen Jahren Verspätung ist es uns gelungen, die Verordnung zum Mediationsgesetz auf den Weg zu bringen. Das ist gut. Die Verbände freuen sich. Die Verbände sind zufrieden, dass wir hier weitermachen können. Und meine Vorrednerin hat es eben angesprochen im Bereich der außergerichtlichen Streitbeilegung würde ich mir wünschen, dass wir im Grunde über alle Verfahren, die es gibt im Bereich der außergerichtlichen Streitbeilegung, doch schauen, dass wir eine gewisse Konsistenz erreichen zwischen Schlichtung, zwischen Obmännern und Obfrauen, der Mediation und anderen Verfahren, dass wir in die Verfahren im deutschen Rechtssystem mehr Konsistenz hineinbringen. Weitere Projekte sind leider immer noch auf der langen Bank. Ich erinnere an das wichtige Projekt der Insolvenzanfechtung. Hier finden immer noch Gespräche statt. Hier finden gerade jetzt Gespräche statt. Aber es ist immer noch nicht umgesetzt. Und ich erinnere mich, Herr Kollege Fechner, an das Ende der letzten Legislaturperiode. Da haben wir mit dem Wirtschaftsministerium und dem damaligen BMJ intensive Gespräche geführt und wollten die Insolvenzanfechtung anpacken. Das BMJ damals und jetzt das BMJV blockiert in den Gesprächen. So empfindet es die Wirtschaft. Das Wirtschaftsministerium würde sich deutlich mehr wünschen. Und das hat sich in dieser Legislaturperiode leider nicht geändert. Und ich wünsche mir, dass wir das Thema Insolvenzanfechtung intensiv aufnehmen. Es ist eine Aufgabe des Justizministeriums, die Wirtschaft an dieser Stelle nicht alleine zu lassen. Herr Kollege, erlauben Sie erstmal Applaus. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kollegen Fliesek? Na klar, logisch. Herr Kollege Sensburg, Sie haben ja gerade eben auf die durchaus nicht ganz einfachen Verhandlungen zum wichtigen Urhebervertragsrecht verwiesen und haben, so habe ich Sie richtig verstanden, bedauert, dass in der Sache nichts weiter ginge. Und da möchte ich Sie dann schon einmal fragen, weil wir natürlich an einem Punkt sind, wo wir auch hier ein wenig Farbe bekennen müssen, ob die Unionsfraktion, wenn sie das hier zum Gegenstand dieser Debatte macht, denn bereit wäre, endlich bei der Frage eines angemessenen Auskunftsanspruches zugunsten der Kreativen in diesem Land, wohlgemerkt, der Auskunftsanspruch ist ein Hilfsanspruch, um auch eine angemessene Vergütung durchzusetzen, sich ein Stück weit mal endlich zu bewegen, damit wir hier endlich das Paket auch zumachen können. Wenn Sie gleichzeitig natürlich sagen, Sie fordern ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, was im Übrigen genau die Probleme, die Sie sozusagen skizzieren und den Kreativen nicht zubilligen wollen, aber gleichzeitig einfordert von den Online-Plattformen, ja, wie können Sie sich denn da eigentlich mal jetzt hier positionieren, dass daraus eine konsistente Lösung wird? Da würde ich Sie schon gerne mal bitten, dass Sie da ein bisschen mehr und deutlicher sprechen, weil das durchaus ein Moment jetzt wäre, wo das geeignet wäre, um auch die Sache wirklich nach vorne zu bringen. Herr Kollege Fliesek, als Berichterstatter für dieses Themengebiet der SPD-Fraktion verhandeln Sie jetzt seit 3 Jahren zum Thema. Auch in der letzten Legislaturperiode hatten wir das Thema Urheberschutz schon auf der Agenda. Sie haben es jetzt wieder. Ja, das war am Ende der Legislaturperiode. Wir haben da kein Ergebnis erreichen können, weil auch die Zeit fehlte. Und jetzt haben wir es in dieser Legislaturperiode wieder übernommen. Seit 3 Jahren verhandeln. Sie haben jetzt 2 von mehreren Punkten der Verhandlungen genannt, wo wir noch nicht im Konsens sind. Und da liegt es ja erstmal auch an den Verhandlern über die Vielzahl der Punkte, den Konsens zu erreichen. Den haben wir nicht, weil Sie auch bei Ihren Punkten nicht nachgeben. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Verhandlungen jetzt auch mal zum Ende gebracht werden, dass auch mit Zusammenarbeit des Justizministeriums
ist, mal eine Lösung auf den Tisch kommt und nicht endloses Verhandeln ist. Und das erleben wir nämlich ganz genauso, ich hatte es erwähnt, bei den anderen Projekten, nämlich zum Beispiel bei der Insolvenzanfechtung. Auch da haben wir die Lösungen auf dem Tisch. Und auch hier wird es mit anderen Bereichen wieder vermengt. Das gesamte Insolvenzrecht wird plötzlich reingepackt und eine Lösung wird nicht erreicht. Also von daher, specken Sie es doch ab auf die wesentlichen Punkte, dann kommen wir auch zum Konsens. Aber so wird es nicht gehen. Und ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der geht über das Straf- und Prozessrecht. Auch hier haben wir stark begonnen mit vielen Forderungen. Es sollte der Mordparagraf geändert werden. Es sollte eine große StPO-Reform geben. Beim Mordparagraf sehen wir, glaube ich, jetzt, dass eine kluge Ausgestaltung dieser Norm gar nicht so einfach ist, dass der 211 StGB eine gute Norm ist mit einer dezidierten Rechtsprechung. Ich weiß zurzeit nicht, dass es aus dem BMJV weitere Initiativen gibt zu einer Überarbeitung. Es ist still geworden. Ich würde mir auch hier wünschen, dass Klarheit herrscht, wie es weitergeht. Und besonders bedauerlich ist der Verlauf der großen StPO-Reform. Es war angedacht am Anfang der Legislaturperiode als wesentliches rechtspolitisches Projekt, die gesamte StPO zu überarbeiten, vom Ermittlungsverfahren über das Zwischenverfahren, über das Hauptverfahren bis zu den Rechtsmitteln und dem Strafvollzug, also dem Vollstreckungsverfahren, ein konsistentes Gesetzeswerk, eine StPO zu schaffen, die im Grunde beschleunigende Verfahren ermöglicht. Und all das ist schon im Grunde in der Kommission, die eingesetzt worden ist, gescheitert. Nur wesentliche Einzelpunkte sind noch übrig geblieben, die derzeit in der Verhandlung stehen. Eine besondere effektiverer Strafprozess, eine Beschleunigung, das alles können wir derzeit im Gesetzesentwurf nicht mehr finden. Die Neuregelung der Anbahnungsgespräche, die Sachverständigenauswahl oder beispielsweise die gerichtliche Überprüfung der Bestellung eines Pflichtverteidigers im Ermittlungsverfahren, all das kostet mehr Zeit und beschleunigt das Verfahren nicht. Nicht im Gesetz beinhaltet ist die sogenannte Quellen-TKÜ. Das ist aber eine Forderung der Justizministerkonferenz, des Generalanwaltes, der Generalanwälte der Länder, jetzt gerade noch vom November vor 14 Tagen wieder die Forderung aufgestellt. Und Herr Justizminister, Sie haben bei der Vorratsdatenspeicherung einen klugen Gesetzesentwurf unterstützt und nach vorne gebracht. Und jetzt müssen Sie bei der Quellen-TKÜ, wenn die StPO-Reform kommen soll, sich auch bewegen. Und ich glaube, dann kriegen wir gemeinsam auch ein gutes Gesetzeswerk hin. Viele Punkte müssen wir noch anpacken. Ich habe einige im Verbraucherschutz gesagt, einige bei den rechtspolitischen Punkten. Ich hoffe, Herr Minister, dass Sie sich im kommenden Jahr, das uns noch verbleibt, mit der Unterstützung der Haushälter und diesem Haushaltsansatz zu den Themen entschließen können. Wir haben ja gerade gehört, sogar bei der Magnus-Hirschfeld-Stiftung haben wir noch mal Geld eingestellt. Packen Sie die Projekte beherzt an, sonst mache ich mir Sorge, dass wir in dieser Legislaturperiode, anders als in den letzten Jahren, nicht viel rechtspolitische Themen umsetzen werden. Und das wäre sehr schade. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Sensburg. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Dr. Haber.